Kein Maiskolben als Schreibgerät? Kein Problem, sagt Ralf Brüll aus Frankfurt. Immer wieder probiert er die ungewöhnlichsten Materialien aus. Exotische Hölzer, Zapfen, Geweihstücke oder eben auch mal Mais. Wenn das richtig getrocknet ist, dann ist das wie Holz und somit ein ganz festes, hartes Material. Demnach kann man es auch drehen auf der Drehbank. Über das Internet ist der 48-Jährige zufällig darauf gekommen. Das Ergebnis? Verblüffend. Für edle Füller und Kulis aus Holz interessiert sich der Bankangestellte schon lange. Nach einem Drechselkurs wollte er endlich selbst schöne Schreibgeräte bauen. Inzwischen gibt er selbst Kurse und verkauft seine Unikate nebenberuflich bis nach Amerika. Sieht unscheinbar aus am Anfang. Und wenn es dann fertig ist, die Maserung und das Ganze und auch wenn man es anfasst und schreibt damit, einfach das Gefühl zum Naturprodukt letztendlich. Das ist das Schöne. In seiner Werkstatt hat er ein kleines, aber feines Lager aus edlen Hölzern. Ebenholz, Rosenholz, wertvolles Ambuina aus Asien oder Wüsteneisenholz, sehr hart und widerstandsfähig. Rund 20 Arbeitsschritte sind es dann, bis ein Füller oder Kuli fertig ist. Monatelang hat Ralf Brüll geduldig geübt. Inzwischen ist er ein Könner. Absolut wichtig, die ruhige Hand. Denn das Holz wird bis auf wenige Millimeter runtergedrechselt. Dann sind es vielleicht 0,5 Millimeter nur noch. Je nachdem, welchen Schreiber ich baue, entsprechend ist es halt auch unterschiedlich von der Stärke, dann, was zum Schluss noch übrig bleibt. Man kann sagen, es bleibt dann praktisch wie so ein kleines Furnier übrig. Am liebsten sind dem Frankfurter aber solche Hölzer. Alte, knorrige Wurzeln aus einem Weinberg. Quasi Holz mit Geschichte. So wie dieses Fundstück. Hier habe ich ein Mitbringsel aus Südfrankreich. Das ist ein Stück Treibholz. Das hat jahrelang irgendwo in einem Flussbecken gelegen und ist auch schön abgeschliffen, schon abgespült. Und das sind halt immer schöne Sachen, wenn ich sowas mal bekomme. Handgemachte Schreibgeräte von Ralf Brüll. Ab 30 Euro aufwärts kosten diese Unikate. Bis zu 600 Euro, je edler das Holz und die Schreibfeder. Übrigens, dieser hier ist unverkäuflich. Der Hochzeitskuli, den Ralf Brüll für seine Frau Daniela und sich gebaut hat. Vor einem Jahr haben sie geheiratet und auf dem Standesamt damit unterzeichnet. Mit ihrem Schreiber fürs Leben.